Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, nach dem Auftritt muss man, glaube ich, erst mal ein bisschen durchatmen. Zeigt auf jeden Fall, dass die AfD hier sehr nervös ist in Anbetracht der Debatte der vergangenen Wochen und der Plan der AfD für die heutige Debatte zu diesem unsäglichen Antrag ist ja auch mehr als durchschaubar und mehr als offensichtlich. Es ist eine erneute bewusste Provokation und eine erneute und bewusste Grenzüberschreitung. Und es ist auch mehr als bezeichnend, dass die AfD-Fraktion in diesem Hause nur wenige Tage nach der Veröffentlichung der Korrektivrecherchen rund um das Treffen in der Villa Adlon hier in der Nähe von Potsdam im vergangenen November einen solchen Antrag hier einreicht. Und auch wenn es mir äußerst schwer gefallen ist, aber ich habe mich mit Ihrem Antrag beschäftigen müssen und will gleich zu Beginn festhalten, Ihr Antrag ist ein Frontalangriff auf unsere demokratischen Werte. Er ist menschenfeindlich und er ist zudem auch inhaltlich noch mehr als dünn. Das typische AfD-Rezept, reißerische Überschrift, keine Problemlösungskompetenz, angereichert mit den üblichen rassistischen Vorurteilen. Und Sie greifen bewusst den Begriff Remigration auf. Der steht bei Ihnen als Euphemismus für die Forderung nach massenhaften Ausweisungen von Menschen mit Migrationshintergrund. Sie verwenden den Begriff Remigration als verbrämten Begriff für Deportation, und das ist das, was hier auch gemeint ist. Das ist auch notwendig, es auch so zu benennen. Herr Abgeordneter, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Nein. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie fordern in Ihrem Antrag unter Punkt 2 die Landesregierung auf, sämtliche vollziehbar ausreisepflichtige Ausländer konsequent abzuschieben. Ich muss hier, glaube ich, nicht darauf hinweisen, dass es dazu eine entsprechende gesetzliche Grundlage gibt. Wenn ein Verfahren entsprechend abgeschlossen ist, dann gibt es dazu die entsprechenden gesetzlichen Regelungen. Aber es geht ja noch weiter. Um auch die Ausweisung von deutschen Staatsbürgern zu begründen, konstruieren Sie sich ein Einfallstor. Sie schlagen vor, eine Regelung im Staatsangehörigkeitsgesetz zu nutzen, ich würde sagen, wenn nicht sogar gar missbräuchlich anzuwenden, um Ihre Abschiebefantasien in Bezug auch auf deutsche Staatsbürger scheinbar zu legalisieren. Das ist eine Nebelkerze, die nicht zündet und die lediglich Ihre menschenfeindliche Politik deutlich unterstreicht. Gestatten Sie jetzt eine Zwischenfrage, Herr Abgeordneter? Ihr Vorgehen ist nicht nur moralisch und ideologisch falsch, sondern auch rechtswidrig. Es widerspricht unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, unserer Verfassung. Ich möchte da noch mal ein bisschen vertiefter darauf eingehen. Gestatten Sie zuvor eine Zwischenfrage, nein, Herr Abgeordnete? Nein, lasse keine Zwischenfragen zu. Die AfD möchte Menschen mit deutschem Pass mit Hilfe des § 35 Staatsangehörigkeitsgesetz entziehen, damit diese anschließend abgeschoben werden können. Abgesehen davon, dass es ein abscheulicher Versuch ist, zu suggerieren, Menschen mit Migrationshintergrund seien selbst nach Erhalt der deutschen Staatsbürgerschaft nicht richtig integriert, ist diese Forderung schlichtweg wirkungslos. Gemäß ständiger Rechtsprechung, insbesondere das Bundesverwaltungsgerichtsurteil vom 1. September 2011, ist die geklärte Identität eine unverzichtbare Voraussetzung für eine Einbürgerung. Daher können Menschen nur eingebürgert werden, wenn deren Identität abschließend geklärt ist. Die Behauptung der AfD, der Anteil der unter § 35 fallenden Ausländer, die mit falscher Identität eingebürgert worden sind, sei sehr hoch, ist schlichtweg falsch. Gestatten Sie jetzt eine Zwischenfrage? Ich muss Sie das fragen. Nein. Nein. Zudem ist § 35 Staatsangehörigkeitsgesetz eine spezialgesetzliche Regelung zur Rücknahme der Staatsangehörigkeit, wenn bei der Einbürgerung unrichtige oder unvollständige Angaben vorsätzlich abgegeben wurden. Die Beweislast liegt dabei bei der Behörde und erscheint schon unter praktischen Gesichtspunkten schwierig. Die Entscheidung über die Rücknahme steht laut Gesetzeswortlaut nur im Ermessen der zuständigen Staatsangehörigkeitsbehörde. Und dabei ist auch der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz stets zu beachten. Es ist zu prüfen, ob besondere Gründe auf der Seite der betroffenen Person vorliegen, die im Rahmen der Interessenabwägung ausnahmsweise ein Abweichen von der Regel rechtfertigen. Demnach kann selbst beim Vorliegen der Voraussetzung des § 35 immer noch durch die bescheidene Behörde eine abweichende Entscheidung getroffen werden. Sie merken, die Anwendung des § 35
unterliegt einigen Hürden und der Anwendungsbereich ist extrem klein. Es ist und bleibt ein unwirksamer Versuch, eine Chimäre. Eine Legalisierung des Entzugs der Staatsbürgerschaft durch § 35 geht eben nicht auf. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie mich abschließend noch darauf eingehen, was in den letzten Wochen die öffentliche Diskussion maßgeblich geprägt hat. Im November trafen sich Rechtsextreme, darunter der Österreicher Martin Sellner, Leitfigur der identitären rechtsradikalen Bewegung, Unternehmer, und es trafen sich auch AfD-Politiker. Sellner fordert, auch deutsche Staatsbürger müsste man aus der Bundesrepublik ausweisen, falls diese nicht ausreichend assimiliert seien. Und es ist schon bemerkenswert, welche Parallelen man zwischen den Forderungen Sellners und dem heutigen AfD-Antrag ziehen kann. Diese Forderung hat zum Aufschrei der Vernunft geführt, und es gibt mir viel Mut zu sehen, dass hunderttausende Menschen seit der Veröffentlichung der Recherche in den unterschiedlichen Städten auf die Straße gehen, um gegen diese menschenverachtenden Pläne und deren Unterstützer zu demonstrieren. Herr Abgeordneter, und weitere, nein, ich lasse keine Zwischenfrage zu. Und weitere Demonstrationen sind in den kommenden Tagen angemeldet. Ich möchte alle Demokratinnen und Demokraten in diesem Raum ermutigen, dieses Wochenende in Küritz, in Eichwalde, in Borkheide, in Zossen, in Storkow, in Oranienburg und an vielen, vielen weiteren Orten mitzumachen und sichtbar zu sein und ein Zeichen gegen Rechtsextremismus und für Demokratie zu setzen. Auch, ich komme jetzt gleich zum Schluss. Es gibt wiederum den Wunsch, eine Zwischenfrage zu stellen. Nein, lasse ich nicht. Auch wenn Rechtspopulisten es immer wieder behaupten, sie sind nicht das Volk und sie sind nicht die Mehrheit. Deswegen rufe ich alle Demokratinnen und Demokraten in diesem Hause auf, diesen Antrag abzulehnen. Dankeschön für die Fraktion Die Linke. Achso, es gibt eine kurze Intervention. Ja, Herr Abgeordnete Holoch, bitte. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrter Kollege Schäz, Remigration ist keine Provokation, sie ist eine absolute Notwendigkeit. Diejenigen, die nach Jahren der Massenmigration, der Masseneinwanderung von Menschen, die hier nicht hergehören, in unsere Sozialsysteme, 47,5% aller Bürgergeldempfänger sind mittlerweile Ausländer, diejenigen, die das jetzt noch als Provokation auffassen, die machen mit ihrer Haltung nur eines. Sie kaschieren ihr eigenes politisches Versagen der letzten 10 Jahre, meine Damen und Herren. Sie haben uns in Brandenburg und im Bund ein Land in Trümmern hinterlassen. Wir haben die höchste Inflation seit Jahrzehnten. Wir haben die höchste Massenmigration seit Jahrzehnten. Wir haben Menschen, die ihre Arbeit verlieren, die ihre Strompreise nicht mehr zahlen können. Und was tun Sie, um diese Probleme zu beheben? Nichts. Sie stellen sich hier hin und greifen das einzig wirksame Konzept gegen diese illegale Massenmigration an und sagen nicht einmal die Wahrheit dabei, worum es Ihnen eigentlich geht. Und zwar mit Ihren Kollegen vom Rundfunk und vom Staatsfunk, kann man ja auch schon sagen, und von den anderen Medien, ihr Versagen zu verschleiern. Und dieses Schauspiel heute belegt es am besten. Noch nie war der Landtag so gut gefüllt, noch nie haben sich Pressevertreter, selbst für eine Aktuelle Stunde, so interessiert für ein Thema, und noch nie wurden so viele Lügen über ein angebliches Geheimtreffen erzählt, wie in den Jahren zuvor, meine Damen und Herren. Sie sollten sich alle schämen, dass sie das, was dort passiert ist, Herr Walter, als das Endstadium der Demokratie bezeichnen. Ich kann Ihnen mal sagen, was das Endstadium der Demokratie ist. Es ist genau diese Debatte, die wir hier erleben, die nicht auf Fakten basiert ist, sondern die einzig und allein darauf beruht, eine Oppositionspartei im Land zu diffamieren, damit sie von ihren Fehlern ablenken, meine Damen und Herren. Und nur darum geht es, und deswegen ist das schädlich und schändlich, was Sie tun. Sie sollten sich mal an die eigene Nase fassen und überlegen, wer hier überhaupt noch wirklich demokratisch ist in dem Haus. Ich denke, die Zahl ist verschwindend gering geworden. Vielen Dank.
Meine Damen und Herren, der Landtag ist kein Ort für ein Schauspiel. Das muss ich mal ganz klar zurückweisen. Es geht um die sprachliche Auseinandersetzung. Es geht um Meinungsverschiedenheit, um Positionen, die dargestellt werden. Und ich habe die Aufgabe, Sie dazu zu bringen, dass Sie diese Meinungen austauschen, ohne Tumulte und ohne Geschrei. Und jetzt hat Herr Abgeordneter Schäz das Wort, um auf die Kurzintervention zu reagieren. Bitte sehr. Also, ich habe es ja eingangs gesagt, das ist offensichtlich, die Nervosität bei der AfD steigt. Das einen kleinen Moment, warten Sie mal bitte, Herr Abgeordneter. Werden Sie jetzt die Sitzung weiter verfolgen oder muss ich Ihnen einen Ordnungsruf erteilen, weil Sie überhaupt nicht aufmerksam sind und stören? Gut, bitte schön, Herr Abgeordneter. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Es ist ja nochmal offensichtlich geworden durch die Kurzintervention vom Kollegen Honoch, dass die Nervosität bei der AfD offensichtlich steigt. Ansonsten kann ich mir deren Ausfälle hier nicht anders erklären. Ich will jetzt gar nicht darauf eingehen, wer hier das Land in Trümmern hinterlassen hat. Fakt ist, naja, eine ihrer Vorgängerorganisationen hat da einen erheblichen Anteil zu geleistet. Sage ich Ihnen hier nochmal ganz deutlich, wir werden es nicht zulassen, dass Sie hier Menschen diffamieren, dass Sie hier Ihre rassistischen Vorurteile schüren, dass Sie die Gesellschaft spalten. Wir werden mit der Zivilgesellschaft weiterhin Schulter an Schulter auf die Straße gehen und gegen Sie kämpfen und dafür kämpfen, dass Rechtsextremismus in diesem Land keine Chance hat und die Demokratie am Ende siegen wird. Applaus